Teil 3. Jetzt kommen wir der Sache langsam etwas näher. Na gut, das war jetzt nicht so hilfreich. Hi, I'm Herman Toothrot. Don't bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. Ich würde sagen, ziehen einfach mal den Kopf aus dem Sand, genau. Es tut mir übrigens leid, wenn das Mikrofon manchmal etwas übersteuert. Das Problem ist, ich habe keinen Popstopper oder Popfilter, der harte Konsonanten oder eben das Lachen ausfiltert. Ich versuche es schon immer so ein bisschen zu verringern durch das Audioprogramm, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. So. Ganz kurz, auf der ganzen Insel gibt es diese Memos und ich untersuche die immer nur ganz kurz, wenn ich mal welche sehe. Wenn du es lesen möchtest, dann drück einfach Pause. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Okay, ich nehme das von eben zurück, in der Originalversion nämlich. Da wurde das, glaube ich, nur als Zettel angezeigt. Also lese ich die Dinger einfach so mit immer. So, können wir... That's strange. Ich denke... It says Sea Monkey. Ach, das Ruderboot gehört zu unserem Schiff. Na, wer weiß, wie die damals zurückgekommen sind. I don't have anything to paddle with. Richtig. Gibt es hier sonst noch irgendetwas? Nein. Oh, ist das nicht eine schöne Insel? Nein, nein, nein. Nein, es gibt nur den Dschungel. Ah, die Spalte. Oh, was haben wir hier? Ach, die Paddel, die brauchen wir später noch. Wir haben ja das Seil. Nein, halt falsch. Ach, kein Seil mehr. Schade. Okay, dann müssen wir das woanders besorgen. Wir müssen hier nämlich nachher auf jeden Fall runter und brauchen dafür aber zwei Stücken Seil. Dann gehen wir doch erstmal hier hin. Ich frage mich, ob diese Insel schon mal von jemandem in Minecraft oder auch Crysis nachgebaut wurde. Ja, es würde sich auf jeden Fall anbieten. War hier nicht... Ach, da. Als wenn man es nicht wüsste, dann würde man es nicht finden, oder? The trail ends here. Ach, da haben wir schon ein paar Sachen. So, das Fernglas... Nein, husch. Oh, na, wir nehmen alles mit. Oh. Hey, nice spyglass. Looks just like... Say, where is my spyglass? Oh, perfect. I'm gone 5 minutes and somebody comes in here and dumps gunpowder all over the floor. Naturally, I don't think you had anything to do with it. I'm sure it's just a coincidence that you came in here to prowl around right after some mysterious person dirtied up my nice clean floor. I saw a monkey leaving here. He must have done it. Don't be a jerk. Ja, okay, wir waren's. Okay, wir nehmen mal einfach alles mit. Hat er was mitgenommen? Und schauen. Ja, okay. Die Kanonenkugel nehmen wir ebenfalls mit. So, können wir hier noch was nehmen? Ja, okay, das wäre unwahrscheinlich gewesen.
finde auch die Musik, die passt total gut dazu. Jetzt haben wir ja schon mal das erste Seil gefunden. Ah, aber ich glaube, wir gehen erstmal. Was hat der Affe hier? Halt. Der hatte doch irgendwas gehabt. Aber offensichtlich. Na, wer weiß, wir machen erstmal weiter. Ja. Ah, okay. Boy, it sure is hot here. Kennt ihr das hier? Achtung. Oh, sure. Walk to the sun. I'm no geologist, but judging by these conchoidal fractures, I'd say this is a piece of flint. I'll check out this note while I'm at it. It's printed on letterhead. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Okay, wir scheinen der Sache langsam näher zu kommen. Den Damm wollen wir sprengen. Dazu werden wir das Schießpulver benutzen. Na, komm. Und da die Sonne ja schon so schön da oben scheint. Nein. Okay. Ich glaube, das brauchen wir. Wie gesagt, Entschuldigung für das Husten, aber ich habe einen wirklich sehr kratzenden Hals. That doesn't seem to work. Wieso nicht? Okay, den Feuerstein. Flint works best with things made of steel. Das haben wir natürlich auch da. Halt. Nein, das hat ja gut geklappt. Okay, was haben wir hier? Oh, ein Stück Seil. Was für ein Zufall. I don't see anything special about it. This is an old friend of mine, the one I sailed here with. Der schon wieder. He's lost weight. Never looked better. He looks pretty bad. You never saw him when he was still alive. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Listen to this guy. Am I some kind of castaway? I think I better go now. He doesn't look good. To the Monkey Island Cannibals. I don't mind you worshipping in front of the sacred monkey idol, which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Okay, ist hier noch irgendwas? Ihr seht, wir kommen der Sache wirklich näher. Wir werden wohl früher oder später zum Affenkopf müssen. Na,
Ach, wir können ja gleich mal hingehen. Lichtung? Ja, hier. Hier war der. Private property. Worshipping is permitted, but please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Okay, schauen wir mal, wie das hier lief. Zu. Wow. Nein, halt X, S, nein. Ach, dafür brauchen wir den Affen, damit er sich hier nachher dranhängt, damit wir in die Basis rein können. Entschuldigung, in den Affenkopf. Okay, dafür brauchen wir noch mehr Bananen. Und ihr erinnert euch bestimmt an den Bananenbaum, der am Strand steht, an dem Guybrush angespült wurde. Und dort sind Bananen dran und die brauchen wir jetzt noch. To the Monkey Island Cannibals. Please stop moving this. It is delicately balanced. Herman Toothrot. Okay, das ist wohl unsere vorsintflutliche Kanone. Hier ist der Baum. What would I want with a big rock? Meine Güte. Ah, I never get tired of this view, even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island. Leave me alone, would you? That doesn't seem to work. Ach. Einen Augenblick. Schieben, was ist schieben? Da. Oh, das tut mir leid. Whoops. Das ist Pech. Okay, der war zu weit nach links. Das heißt, wir müssen das ganze Gerät etwas nach rechts schieben. Rechts. Ob das die richtige Richtung war? Nein. Okay, also ziehen. Okay, nächster Versuch. Das sieht aber auch extrem warm aus, oder? That doesn't seem to work. Ah ja. I'll just put it here. So, schieben. Noch eins daneben. Noch einen Schritt. Okay. Aber das jetzt aufnehmen oder benutzen? Naja, mal gucken. Nein. So. Okay, komm, jetzt funktioniert's. Ja. Wow. Looked like it hit the big banana tree on the beach. But the odds against that are incredible. Naja. Aber ich muss sagen, Banana Tree klingt schon ein bisschen cooler als Bananenbaum, oder? Okay, das war nur am Rande. Wie kommen wir hier runter? Halt, nein. Nee, falsch. What?
Hallo? Ah, hier. Ach, halt, wir holen uns erst die beiden Paddel. Okay, so wieder nach oben. Alles klar, das Boot brauchen wir nämlich nachher noch. Na? Okay, jetzt die Bananen. Ich weiß noch gar nicht, oder ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon gespielt haben, aber ich mache einfach mal weiter. Okay, jetzt müssen wir die Bananen irgendwie. Ah ja. Nein. Der ist zu schnell. Nein, jetzt geht's. Haben wir noch mehr oder waren das schon alle? Nein. Folgt er uns schon? Nein, das heißt, einer noch. Ah, ja, okay. Der ist jetzt nämlich quasi unser Türaufhalter. Nein, da kommt er doch noch nicht. Okay, anscheinend fehlt uns doch noch was. Das heißt, wir schnappen uns erstmal das Boot und fahren an den nördlichen Teil der Insel. Dafür haben wir jetzt mittlerweile sehr praktischerweise diese Paddel. I can paddle it with these oars. Okay. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass wenn Guybrush im tieferen Wasser ist, dann paddelt er wesentlich schneller. Ah, anscheinend auch, unabhängig davon. Vielleicht versuche ich ja doch mal mit der Crytek Engine irgendwann diese Insel nachzubauen, weil das reizt mich doch irgendwie. Auch wenn das sicherlich einiges an Arbeit macht. Okay. Herman, please return our key to the monkey head. The cannibals. Na, ihr werdet überrascht sein, was der Schlüssel sein wird. Aber ich will noch nichts verraten. Wir werden erstmal die Kannibalen besuchen. It's an empty hut. This hut is very empty. Why? It's empty. Boy, this is the emptiest hut I've ever seen. Halt. Fehlt uns noch was? Ah, da sind noch Bananen. No thanks. The rest is no good. This door appears to be locked. This door appears to be locked. Oh. Is that a banana in your pocket, or are you just glad to see us? We've got a lot of nerve stealing from the notorious Monkey Island cannibals. You're cannibals? Well, yes. Although lately, we've been trying to stay away from red meat. Only for health reasons. We're still as vicious as ever.
Oh, especially with tourists who try to steal our stuff for souvenirs. Well, what do you have to say for yourself? Look behind you! A three-headed monkey! Hey, really netter Versuch. I wouldn't push it if I were you. Look behind you! A three-headed monkey! We're not going to fall for that old trick again. I guess we'll eat you now. Unless, if you had some sort of offering for us, something that we could pass on to the great monkey, well... Ich glaube, wir haben nichts, oder? Now, what would the great monkey do with that? Tja. You ain't going nowhere until you give us something. Obviously, you have nothing for us. We might eat you, we might let you go. We'll have to talk about it with the village nutritionist. Come, let me show you our guest hut. That should do it. Was haben wir hier alles? What a cute little skull. Die Kannibalen, die veganen, die vegetarischen Kannibalen haben uns eingesperrt. Cannibals. I'm not giving you bloodsuckers your key to the monkey head until you return my banana picker. HT. Hermann Toothroot. Wie war das? Hier kam man doch irgendwo raus. I think that's how I'll end up if I don't get out of here soon. I don't think hanging myself is the answer. I don't think hanging myself is the answer. This door appears to be locked. I can't get through it. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ach. Looks loose. I might fit through that hole, but I don't think this banana picker will. Okay, dann lassen wir den fürs Erste hier. And no, I'm not getting squeamish. I'd love to eat the guy. So let's do it. But think of your arteries. We are cannibals, for crying out loud. Yeah, but cannibals have to watch their saturated fats just like everyone else. Okay, nochmal. This door appears to be locked. This door appears to be locked. I can't pick that up. It looks big and empty. Was haben wir denn, um hier reinzukommen? What a cute little skull. Halt. That doesn't seem to work. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Halt. Okay, nochmal zurück. Oh. Ah, the banana thief returns to the scene of the crime. Maybe we should just eat him right now. Do you have any idea how much cholesterol is in one of these things? Now then. How did you break out of our hut, and why did you come back? Oh, go ahead and eat me. See if I care. Hey, whatever you say. Okay. That should do it.
Nochmal der ganze Spaß. Okay, wir probieren es erstmal anders. Wir holen uns jetzt erstmal den Affen. Und werden den Affenkopf aufmachen. Vielleicht finden wir da irgendwas, das uns helfen könnte. So, Ruder schneller. Wir sind aber, glaube ich, der Lösung gar nicht mehr so weit entfernt. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt mittlerweile, ihr merkt ja, ich muss auch ein bisschen tüfteln. Oder was heißt ein bisschen? Ich muss auch ziemlich tüfteln mittlerweile. Na, komm her. Not until he comes down. Nochmal. Not until he comes down. Oh, na komm, nun stell dich doch nicht so an. Okay, mal sehen, ob das jetzt gereicht hat. Folgt er uns jetzt? Ja, jetzt folgt er uns. Okay. Auf zum Affenkopf. Gut. Die Atmosphäre hier auf Monkey Island, die hat schon was für sich. Okay. Ach genau, ich weiß, wie es weitergeht. Hier gibt es doch diese seltsame Figur. Der Tentacle. Kennt ihr das? Aus, wie heißt es? Manic Mansion? Maniac Mansion? Oder Dave the Tentacle? Na, dann probieren wir es mal mit dem Kleinen. Ja. Okay, das ist nämlich das Geschenk, das die Kannibalen haben wollen. Dann werden wir aber schnell zu denen zurückfahren. Und dann bekommen wir hoffentlich den Bananenpflücker. Und ich glaube nämlich, bei Hermann Toothroot können wir den gegen den Schlüssel für den Affenkopf eintauschen. Na, lassen wir uns mal überraschen.